Hallo YouTube, was geht ab? Und hallo zur zweiten Aufnahmesession von Limbo. Ich habe mir die ersten drei Teile nochmal angeschaut und muss schon sagen, ich bin ganz schön random in diese ganzen Fallen und Rätsel reingerannt. Und versuche das jetzt erstmal ein bisschen besser zu machen. Und mir die Sachen erstmal anzuschauen, bevor ich hier irgendwelche Sachen anfasse oder irgendwo lang springe. Und hier ist wieder so ein Gehirnfresserwurm. Mich wahrscheinlich in die Schlucht nach links schicken wird, wenn der mir auf den Kopf springt. Oh oh. Deswegen glaube ich nämlich, dass ich hier die Kiste wegziehen muss, um drunter durchzulaufen. Und irgendwie greift er nicht zu. Doch jetzt. Ah, nice. So, schieben wir mal nach da. Und. Ah, fuck, ich hab gedacht, ich komme einfach so drunter durch. Okay, dann halt jetzt hier ans Licht. Stirb, Wurm! Stirb! Ah, verdammt, okay. Dann weiter nach rechts. Zack, zack. Wo geht's jetzt lang? Ja, wir gehen mal nach oben. Da geht's nicht weiter, also weiter nach rechts. Müssen wir jetzt hier an die. Ne, das sind doch Zacken, oder? Einfach mal blind rein. Wow, wow, wow. Verdammte Scheiße. Ah, hier ist wieder Licht, sehr gut. Stirbwurm! Ach, immer noch nicht. Okay, wieder nach. Oh, scheiße, das Wasser steigt. Dann jetzt. Nach oben ging es ja nirgendwo hin, also werden wir jetzt mal versuchen, nochmal in dasselbe Licht hier reinzukommen. Und jetzt? Scheiße. Was müssen wir jetzt machen? Okay, das Wasser steigt. Also nach unten kommen wir jetzt nicht nochmal. Da oben, ah, da oben rechts sind die Viecher, die das abfressen. Und was soll ich jetzt machen hier? Drückt es da unten rechts? Ah, sehr gut. Okay, da müssen wir jetzt hier kurz warten. Der drückt uns, glaube ich, gerade eine Plattform hier mit dem Wasser nach oben. Ja, sehr gut. Scheiße, das war zu früh. Ich trottel! Ich hätte erstmal warten müssen, bis das weit. Oh, verdammt. Na gut, ne? Wie ich eigentlich gerade erst angesprochen hatte. Wir wollen nicht zu schnell reagieren. Habe ich natürlich direkt wieder gemacht. Schön verreckt. Aber jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Dann gilt die Regel eben, dass ich mir Mühe gebe am nächsten Rätsel. So, stirb. Glühe in der Sonne. So. Ja, dann warten wir eben jetzt hier oben. Bis es hoch genug ist, dass wir diesen Sprung da nach rechts wagen können. Kommt das Ding auch mal hier? Ja, jetzt. Okay. Zack. Das reicht noch nicht, das reicht noch nicht, das reicht noch nicht. Wie lange werden wir warten? Jetzt. Und springen. So, jetzt. Fix abgefressen. Und da ich nicht weiß, ob das Wasser noch weiter steigt, gehen wir mal fix nach hier oben. Aber es scheint nicht weiter zu steigen. Dann gehen wir nach links. Hier ist nichts. Nein, gar nichts. Okay. Wir pisst jetzt irgendwie die ganze Zeit, seitdem wir das einmal eingeschalten haben hier in Teil 2 oder so, in Part 2. Sind wir hier für den Regen verantwortlich? So. Okay, hier heißt es aber wieder einfach nur blind reinspringen, so wie es ausschaut. Ursprung? Ja, gut. Können wir an der Wasserrinne da hochklettern? Das ist jetzt so die einzige Option, die ich sehe. Da oben kommen wir nicht ran, an was das auch immer ist. Na, wir probieren es. Ja, sehr gut. Holy fuck.
Was kommt jetzt? Wieso zoomt das so weit raus? Okay. Daran kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Wir kriegen nämlich einen Schlag, wenn wir drankommen, wenn das an ist. Und wenn das aus ist halt, können wir ganz normal lang. Deswegen werden wir jetzt... Scheiße, ich habe gedacht, es geht schneller aus. Verdammte Kacke. Wir können auch nach da unten. Aber was bringt uns das? Wir gehen mal kurz nach hier unten. Das mit dem weniger Verrecken scheint ja nicht so ganz zu klappen, ne? Da drüben ist der Stromausschalter, okay. Und das T ist ja dauerhaft an, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das schaffen? Kommt das O runter, wenn ich da drauf springe? Und macht die Lücke zu, dass ich zu dem Schalter komme? Aber wenn der Schalter, wenn das O unten ist. Nee, wenn das O unten ist, dann habe ich ja vom H zum T keine Chance mehr, dann danach wieder hochzuspielen, oder? Wir warten jetzt erstmal kurz. Und geh aus. Das geht klappt an, oder? Scheiße. Okay, das müssen wir jetzt erstmal besser timen. Ja. Ah, okay. Das T geht kaputt. Und nu? Ah, jetzt sehe ich da unten das Kabel. Komm her, wir können ja einfach runterspringen, oder? Ja. Und jump. Und jump. Sehr gut. Und aus ist es. Jetzt können wir ganz entspannt nach drüben. Hier wieder hoch. Zack, zack. Jump, jump. Jump. Hier steht ja jetzt hier mittlerweile ja schon Hotel. Irgend so ein Billboard oder wie diese Scheiße genannt wird. Oh Scheiße, was passiert? Verrecken wir jetzt wieder? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber wie gesagt, hier stehen ja jetzt schon Werbereklamen. Das heißt, wir kommen langsam in eine Stadt oder so. Also hier ist ja generell alles so ein bisschen zurzeit so industriemäßig, Fabrik-Scheiß gedöns. Und es nervt mich gerade, dass ich das hier nicht so ganz gerafft kriege mit dem bisschen weniger Sterben. Können wir auf diesen Pfeil nach da unten springen? Ist das möglich? Wir jumpen einfach mal, ja. Wow, wow, wow. Alles klar. Das war das Lösungsweg. Hier ist wieder random ins Nichts gespringen, oder was? Oh, oh, oh. Ach, das ist ein Glasdach. Lauf, Junge, lauf. Heftig, heftig. Okay. Das Ding können wir ziehen. Aber was bringt das so? Aber warte mal, wir schieben mal von der anderen Seite. Ach, fuck. Kriegen wir diesen kleinen Stapel da weg? Nee. Was bringt uns das Ding da jetzt hin? Das bricht auch nicht ein. Ah, okay, 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 jetzt hab's gerafft. Wir müssen durch das Glas, nur mit einem höheren Schwung.
Scheiße. Oh. Halte ich ja nicht an der Leiter fest, will da noch drüber. So, Mann! Okay, jetzt. Geht der fährt? Ja, der fährt schon. Und jetzt müssen wir. Ah, scheiße, zu nee, nicht zu spät, sondern zu früh abgesprungen. Tada! Können wir uns hier runterlassen? Ja. Wow. Lässt er einfach von alleine los? Was soll das denn? Oh shit! Boah, Alter! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Dass ich an so einer Kacke wieder verrecke, weil da irgendwas zusammenstürzt. Dammit. Aber müssen wir das umschubsen? Wir machen das mal. Aber es braucht ja relativ lange, bis es umfällt. Jetzt sind wir hier, wo dieser Pfeil runtergestutzt ist. Vielleicht müssen wir später nochmal, weil da sieht es aus, als wenn das Seil da uns wieder nach oben bringt. Und vielleicht bringen wir da irgendwann eine Kiste oder so hin. Oder das Wasser steigt oder irgendwas. Und da kommen wir da wieder hoch. Okay. Naja, mir fällt jetzt nichts ein, wie ich an dem Vieh vorbeikomme. Also rennen wir einfach rein. Zack. Ah, okay. Deswegen war das jetzt eigentlich ganz gut, dass wir das Ding schon mal umgestoßen haben. Sonst wäre der ja weiter nach links gerannt und dann hätte es uns das erschlagen, das scheiß Gerüst. Und hier haben wir das Licht. Und jetzt geht's nach rechts. So, wo kommt das nächste Licht? Oder die Viecher, die das abfressen? Ja, random Sprung ins Nichts. Was ist das hier? Sieht schon wieder nach einem Rätsel aus. Aber da können wir erstmal nichts weiter machen. Hier jumpen wir mal. Sehr gut. Ja, wie weit will denn der noch nach rechts laufen? Das überspringen wir mal. Das sieht mir irgendwie zu unsicher aus. Ach, scheiße. Hätten wir das... Ah, verdammt. Das hätte die Kiste runtergelassen und dann hätten wir es überlebt. Ah, dammit. Ich habe gedacht, es wäre eine Falle. Dabei hätte es uns gerettet. Ach, verdammte Kacke. Weißt du, da sollen wir mal auf irgendeinen random Schalter treten und dann... Macht man es nicht. Zack. Nein. Ja, ich kotze gerade ganz schön ab. Ohne Mist, das nervt mich so übertrieben, dass ich jetzt hier wieder an jeder Scheiße verrecke. Das muss doch mal zu lösen sein. So, das machen wir ganz langsam. Damit die Kiste Zeit hat. Langsam, langsam, langsam. Und jetzt drauf. Oh, ah, boah, ey, ohne Mist. Ich krieg grad den übelsten Hals. Spring, spring, spring. Diese Timing-Kacke, ja. Wie ich sowas hasse. Jump. Jetzt müssen wir das aber mal packen. Hm.
Ja, an der Hacke noch erwischt. Was ist da das für eine Scheiße? Damn it. Jetzt scheinen wir noch öfter zu verrecken als vorher, bevor ich mir das überhaupt vorgenommen hatte. Jetzt. Nice. Endlich. Pack die Kacke. Und jetzt fressen wir das Vieh ab. Uah, na endlich. Und das fährt jetzt die ganze Zeit hin und her, oder was? Weil wir müssen, glaube ich, wieder nach links, weil da waren ja diese ganzen Schalter und der ganze Kack. Und hier verrecken wir wahrscheinlich wieder einfach nur. Also warten wir, bis das Ding zurückkommt, springen drüber und laufen fix nach links. Vielleicht können wir das sogar mit dem Schalter wieder ausschalten. Nein! Oh ne Kack, Mann. So, und jetzt aber. Lauf, Junge. Ja, das ist echt alles nur mit Timing hier, das komplette Spiel. Ist ein bisschen belastend. So, da hoch kommen wir nicht. Und das, glaube ich, in Schwung versetzen, ja. Zack. Boah, das war knapp. Da habe ich auch eine Vermutung, was wir machen müssen. Ja, genau so. Perfekt. Ey, das war sogar mal ein kleines Rätsel, was wir direkt gelöst haben. Ist das nicht unglaublich? So, und hoch hier. Okay. Kann ich aber... Ah. Gehen wir mal hoch. Und gehen wir nach da? Oder bleiben wir oben? Wir bleiben mal oben. Ah, okay, es fährt gar nicht weiter. Das Ding können wir ziehen. Bringt das uns nach da was? Nee. Da oben ist aber ein Seil. Aber wir gehen erstmal nach rechts schauen. Okay. Was bedeutet das hier? Und hier ist wieder so ein random Schalter. Ja, okay. Ja, los, wir betätigen den einfach mal wieder. Zack, und was kriegen wir? Den Tod? Ein Seil. Wo wir nicht rankommen. Perfekt. Oh, wir haben schon ganz schön überzogen. Ja, da machen wir jetzt erstmal einen Cut. Ciao, Leute, bis zur nächsten Folge.